Hallo, mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin Teil des Programmkomitees zur Konferenz Inverted Classroom Beyond, die bald startet am 11. und 12. Februar an der PA Niederösterreich im Campus Baden. Jetzt noch anmelden, und ich habe hier drei großartige ReferentInnen hier zu Gast, die uns erzählen werden, was sie vorhaben und die sich zuerst vorstellen. Bitte jetzt. Ja, ich bin Katharina Dreiling. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und bin dort auch als Dozentin in der Lehramtsausbildung vor allem tätig und wirke jetzt auch im Projekt FlipView mit, das wir heute auch vorstellen wollen. Ich kann mich Katharina nur anschließen. Ich bin Ihre direkte Kollegin. Wir arbeiten beide am Institut für Erziehungswissenschaften und vor allem der Lehramtsausbildung, was Lehre betrifft. Mein Name ist Karin Meyer und ich arbeite im Projekt Cubic mit. Auch das werden wir noch vorstellen. Cool. Hallo, mein Name ist Angelika Thielsch. Ich bin auch von der Uni Göttingen. Ich bin in der Tat nicht am Institut für Erziehungswissenschaft, obwohl das trotzdem ganz liebe Kolleginnen von mir sind. Ich bin von der Hochschuldidaktik und meine freudige Aufgabe ist es, diese beiden tollen Projekte, die da entstanden sind, didaktisch zu begleiten. Yes, dafür sind wir nämlich da, wir von der Hochschuldidaktik. So sieht's aus. Gut, was habt ihr bei der Konferenz vor? Erzählt ein bisschen, was es inhaltlich, methodisch dort zu erleben gibt. Ja, also thematisch wird es eigentlich um die Frage gehen, wie man Forschungs- und Praxisorientierung gerade bei uns in der Lehramtsausbildung kann. Und deswegen erwarten die Teilnehmenden zwei Projekte, die wir gerne vorstellen werden. Das haben wir schon gesagt, FlipView und Cubic. Beide Projekte sind im Master of Education, also in der Lehramtsausbildung in Göttingen angesiedelt. Und ja, zum Projekt FlipView kann ich sagen, dass es da darum gehen wird, ein Inverted Classroom Seminarkonzept zu entwickeln, das wir auch gerade schon umsetzen, in dem die Lehramtsstudierenden ja, an bestimmte Methoden der Unterrichtsanalyse praxisorientiert herangeführt werden. Und wir setzen da ganz unterschiedliche ICM-Elemente ein, auch digital basierte Lernvideos zum Beispiel, mit denen die Studierenden auch ganz individuell und selbstständig sich mit den Inhalten beschäftigen können, auseinandersetzen können. Und ja, wir schauen uns auch die Kompetenzentwicklung und die Entwicklung der Einstellung der Studierenden an zu den unterschiedlichen Themen des Seminars. Und das machen wir mit E-Assessment und E-Feedback, genau, standardisierten Fragebögen. Ja. Im Projekt Cubic geht es um quantitative Bildungsforschung als Inverted Classroom. Quantitative Bildungsforschung und Forschungsorientierung ist ein großes Thema am Lehramtsstudium. Gleichzeitig so viele Hemmschwellen bestehen, wo die Studierenden mit sehr unterschiedlichen Vorwissen, je nachdem, was sie aus ihren Unterrichtsfächern mitbringen, kommen. Was aber gleichzeitig sehr zentral ist, um in den inhaltlichen Seminaren im Lehramtsstudium zu folgen, die Masterarbeit zu schreiben, wenn sie empirische Anteile enthält, und auch ein Lehrforschungsprojekt durchzuführen, was im Master of Education vorgesehen ist, hier in Göttingen. Deswegen haben wir jetzt genutzt, dass es ein neues Modul gibt im Master of Education, was sich ausschließlich mit Forschungskompetenz beschäftigt, aus Vorlesungen und einem Seminar besteht. Und versuchen das in einem Inverted Classroom zu integrieren, das den Studierenden helfen soll, dort mit ihrem Wissensstand einzusteigen, wo sie gerade stehen, und auch immer wieder auf die Materialien, die wir ihnen zur Verfügung stellen, zurückzugreifen im Verlauf ihres Master of Education. Okay. Sehr spannend. Und was heißt das für den Workshop? Ja. Na, das heißt für den Workshop erst einmal, dass ihr natürlich noch viel, viel mehr Informationen bekommt über diese beiden Projekte, die halt gerade ja, durchgeführt zu werden, beziehungsweise noch weiter verfeinert zu werden. Aber auf der anderen Seite ging es uns auch vor allen Dingen darum, das fanden wir so spannend, die Tagung ist ja mit diesem Focus Learning Analytics ausgeschrieben gewesen. Und in der Tat ist das, wie die Projekte entstanden sind, eigentlich so eine total spannende Perspektive, die man als Erweiterung von Learning Analytics sehen kann. Das war jetzt ein krumpeliger Satz, ne? Irgendwo fehlt mir da ein Verb, aber ihr habt verstanden, was ich meine. Wir haben uns gezielt angeschaut im Sinne der Learning Analytics, wo gibt es denn eigentlich hier zwischen dem, was wir erreichen wollen mit unseren Studierenden, das heißt wir, ne? Ich war die Begleitung und das tolle Team von der vierten Person, die übrigens hier nicht steht, die Ariane Willens, die das ganz lieb grüßen, die ist gerade auf Forschungsreise. Wir haben uns angeguckt, was brauchen die Studierenden, wo sind Diskrepanzen in den Lernzielerreichungen irgendwo, und haben dann gesagt, okay, jetzt gucken wir, dass wir diesen Bedarf decken, und haben dazu zentrale Konzepte
die existieren, umgearbeitet als ICM. Und wir wollen mit den Teilnehmenden im Workshop daran arbeiten, erstmal sie an diesem Vorgehen teilhaben zu lassen und zu gucken, so wie geht ihr eigentlich vor? Wieso entscheidet ihr euch denn für ICM? Auf welcher Basis? Und wir haben es jetzt ja nicht nur uns so analytisch angeguckt in der Planung, sondern das, was der Lehrstuhl gerade so tolles durchführt, ist auch, dass der jetzt halt ganz gezielt Learning Analytics Daten generiert, um dann wirklich im Zuge nach so einer ganz klassischen Vorgehensweise zu schauen, was funktioniert jetzt viel besser oder nicht, was muss man noch weiter erarbeiten oder nicht. Das heißt, eine ganze Prä-Post-Diskussionsfrage, die wir mit den Leuten so angucken wollen. Mhm. Also klar gibt es auch Input, aber wir wollen mit ihnen vor allen Dingen diskutieren, wie sie eigentlich an die Entwicklung rankommen. Ja. Also mein persönlicher Anspruch von Learning Analytics ist ja, dass vor allem und besonders und möglichst sofort Studierende davon profitieren sollen. So unmittelbar wie möglich. Wie stellen das die beiden, wie wird das in diesen beiden Projekten sichergestellt, an die beiden anderen gerichtet? Ja, indem wir zum Beispiel auf die Daten der E-Assessments zugreifen beispielsweise, also die Studierenden können ja immer wieder ihr Wissensstand überprüfen, ihre Kompetenzen überprüfen, indem sie an so E-Assessment-Aufgaben teilnehmen, und da haben wir natürlich dann auch einen Zugriff, können auch manuell Rückmeldungen geben, damit sie sich auch irgendwo verbessern können, und können natürlich gleichzeitig diese Daten nutzen, um das Seminar immer wieder fortwährend anzupassen an diese Bedürfnisse, die wir da aufdecken. Ja. Aber das Spannende ist halt wirklich, dass das Ganze jetzt gerade in der Entstehung sich befindet. Ne? Und deswegen, also finde ich es als Hochschuldidaktikerin natürlich ganz super, da dabei sein zu können, weil alles Wissen, was im Lehrstuhl da, alle ehemaligen Evaluationen, Ergebnisse, was weiß ich nicht, sind halt jetzt einfach zusammengefasst, ausgewertet, dass wir halt jetzt gucken konnten, was brauchen denn diese neuen Konzepte? Wo hakelt es denn eigentlich? Das heißt, im Grunde sind wir jetzt so in so einer Phase, wo die neuen Konzepte durchgeführt werden und wo auch geschaut wird, lässt es den Studis eigentlich jetzt schon so viel besser, wie wir uns das erhoffen? Ja. Für den Lernerfolg und die Motivation. Ja. Manche Lehrer und Lehrerinnen behaupten mit einer etwas anstrengenden Nachhaltigkeit, dass Flipped Learning nur in ganz bestimmten Settings und mit ganz bestimmten Schülern und Schülerinnen möglich ist. Ich würde das eher bestreiten. Sollte dieses Projekt dazu auch beitragen, dass Flipped Inverted Classroom so ein Stück mehr Realität in den deutschen Schulen wird? Spannende Frage. Ja, das ist super spannend. Ja, total spannend. Also dadurch, dass wir es da mit Lehramtsstudierenden zu tun haben, haben wir uns natürlich eine doppelte Zielsetzung gesetzt, nämlich dass die Studierenden natürlich zum einen diese Methode erleben können, die ICM-Methode erleben können und für sich daraus lernen können, also Forschungskompetenzen oder Praxiskompetenzen lernen können, und gleichzeitig sehen sie, wie diese Methode vielleicht funktionieren kann, und können sie später in ihrer eigenen beruflichen Praxis als Lehrerinnen und Lehrer auch vielleicht selber einsetzen in den Schulen. Das wäre natürlich super schön. Yes. Deswegen holen wir uns auch immer wieder Feedback ein von den Studierenden, wie sie es erleben und wo sie vielleicht Verbesserungsbedarf sehen und ob sie sich selber vorstellen können, das später in der Schulrealität auch umzusetzen. Mhm. Ja. Wunderbar. Mit solchen wunderbaren Ausblicken freuen wir uns schon wirklich sehr auf einen hohen Besuch aus Göttingen im schönen Baden bei Wien. Und wie gesagt, wer dieses Video sieht, hat jetzt noch die Chance, sich für diese großartige Konferenz anzumelden. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.